Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher. Eine neue Aufnahme-Session, sag ich mal. Ja. Wir haben leider hier gestartet, deswegen musste ich auf Start drücken, also Pause machen. Aber es geht jetzt weiter. Hätte ich gewusst, dass sie mich noch gar nicht richtig angreifen. Ghoul auch noch. So, da haben wir den. Ach, Verschlinger waren ja die, die explodieren. Wie? Alter, so. Ja, da wartet immer noch einer. Wo ist er hin? So. Noch jemand? Weil ich habe das Gefühl, das ist ein Dorf, was dann wieder bewohnt wäre. Aber vielleicht täuscht es mich. Ich weiß es nicht. Mal Rüstung und so verbessern. Das haben wir schon lange nicht mehr. Entschuldigung. Ich bin mal wieder... Ja, ich weiß nicht, ob das erkältet ist. Einfach ein bisschen... Man hört es, angeschlagen am Hals. Denn das Wetter bei uns ist gerade, es ist am Frieren, oder es war am Frieren. Also Schnee am Frieren, es war alles eisglatt. Und jetzt taut es und regnet und ist trotzdem noch arschkalt. So, Phantom der Handelsroute. Da ist jemand in den ausgelaufenen Wein getreten. Na? Jemand ist gelaufen. Schnell, panisch, tiefe Abdrücke, die plötzlich aufhören. Jemand wurde gefesselt. Der Strick wurde hastig mit einer stumpfen Klinge durchtrennt. Brauchen die ja nicht mehr, würde ich mal so sagen. Warte, da war noch was. Klauenspuren. Ein Flugmonster ist herabgestoßen. Den Klauenspuren nach war es ein Wyvern oder ein Gabelschwanz. Das Weinfass ist zerschlagen, aber die Leute konnten offenbar entkommen. Ketwini, der Geruch wird noch lange bleiben. Da. Mein Gott, dass die alle nicht mal vernünftig laufen können, sondern immer so total hin und her. Mann, Entschuldigung. Ich würde ja gerne auch stumm stellen. Das Problem ist, dass mein Mikrofon eher ein Headset ist. Die Spuren führen zur Höhle. Und genau da, wo man stumm stellen kann, müsste man halt mit den Fingern dran. Und das würde man natürlich hören, dieses... Und das ist noch angenehmer. Einen hat er direkt vor der Höhle erwischt. Ein Apfel. Der ist bestimmt noch gut. Ich sehe nichts. Ich weiß, ich könnte Katze einsetzen, aber... Uah! Naja. So hätten wir diesen wunderbaren, modrigen Apfel nicht bekommen.
Hier ist nicht richtig. Ja, Gera, du musst dich da schon hochhangeln, ne? Oder nicht? Das ist interessant. Wir sind an einem Ort, wo wir eigentlich erst in einem DLC sein sollten. Das ist doch wieder runter. Vielleicht nehme ich doch mal einen Trank von der Katze. Ein Schluck von der Katze, eben mal Kopf ab und ein Schlückchen. Inventar. Haben wir überhaupt schon Katze? Ja. Ah. Das heißt aber, hier müssen irgendwo Spuren sein und hier habe ich keine gesehen. Flücht. Ah. Bei Kreve. Deine Augen leuchten so im Dunkeln, ich dachte schon, die Echse kommt. Das Ding, das angegriffen hat, wie groß war es? Zu groß, um sich hier reinzuquetschen. Es war riesig. Und diese Zähne. Oh. Wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Wer von euch ist Tomil? Der da drüben. Das Biest hat ihn gekriegt. Aber woher weißt du? Sein Bruder hat mich gebeten, nach euch zu suchen. Erzählt mir, was passiert ist. Ein paar Kaufleute haben uns angeheuert. Damit wir sie auf der Hauptstraße beschützen, hieß es. Aber sie hatten uns im Handumdrehen gefesselt wie Kälber. Wieso? Sie waren so freundlich, uns zu erklären, dass wir ein notwendiges Opfer für den Fortschritt und den Handel sind. So haben sie uns zurückgelassen, als Monsterköder an den Wagen gebunden. Nicht lange darauf erschien eine riesige Echse, als hätte ihr Meister gepfiffen. Die Monster haben wohl inzwischen verstanden, dass die Armeevorräte diesen Weg nehmen. Ja, die Echse war gerissen, hat uns direkt abgeschnitten und hier reinkriechen lassen. Der arme Tomil hat's nicht geschafft. Ich muss mich um das Monster kümmern. Lange werde ich wohl nicht suchen müssen. Wyvern bringen ihre Beute gern zum Nest. Wir warten hier. Wollen dir nicht im Weg stehen. Königlicher Wyvern, ich Glückspilz. Na toll. Ach ja. Oh, Katze ist hier jetzt natürlich nicht so ratsam. Vielleicht meditieren wir mal. Und wechseln das wieder gegen was zu essen aus. Hier ein Schluck Wasser vielleicht. Wyvern, haben wir Öle für Wyvern? Dragoniden wäre das, ne? Dragoniden, absolut. Wyvern, absolut. Toll, der trinkt den gar nicht so. Ach du Scheiße.
Der andere Fritz zum Glück noch. Den wollen wir mal nicht mitnehmen. Oh verdammt, ich bin ab zu hohe. Entschuldigung. Gleich mal wieder den Absud. Haben wir eigentlich irgendwelche Bomben? Mal erst Alchemie nochmal nachgucken, bevor wir weitermachen. Ah, okay, ist ja ernst, kommt es nicht mehr auf. Verdammt, falsch. Moment. Bomben. Was haben wir denn noch für Bomben? Wir haben voll wenig Bomben. Die Mycerium-Bombe. Oh, das war dumm. Sehen du diese Mythe. Wie, ich habe nicht die richtige Bombe. Die haben die Leute nicht angegriffen. Hier muss sich irgendwo ein königlicher Wyvern verstecken. Da werden noch mehr schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. Ja, keine Bombe dafür. Aber wir haben doch schon Nester zerstört. Oder geht das manchmal wirklich nur mit gewissen Bomben? Aha. Ups. Brauchen wir denn dafür noch? Sagen wir mal hier, die. Ach du Scheiße, brauchen wir ganz schön viel. Also eigentlich nur noch zwei Sachen. Verbessert hat. Wie haben wir noch gar nicht? Also. Das Problem ist, wir können die nicht zerstören. Ein Drakonidennest. Ich muss. Ich probiere mal was aus. Zerstören. Ich hatte doch mal genug Bomben. Geht wahrscheinlich wirklich nur mit gewissen. Gut, das ist jetzt ein bisschen peinlich, denn dann heißt das, wir können das nämlich gerade nicht machen. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wir kümmern uns um die Fragezeichen fürs Erste. Sammeln Kräuter, was geht und. Also. Oh Gott, das ist ja echt peinlich gerade. Und ich hoffe, wir finden mal unterwegs irgendwo noch einen Kräuterhändler. Sieht nach Regen aus. Das heißt, immer sagt, wenn es schon lange regnet. Oder wenn es eigentlich schon fast wieder aufhört. Oh, ist das peinlich. Muss ja keiner wissen. Keiner gesehen. Ganz einfach. Da oben ist auch noch irgendwas. Hä? Ein Hasenfell. Irgendwas umkreist uns langsam. Achso.
glaube zwar nicht, dass das das ist, was wir brauchen, aber dann haben wir es. Wir müssen nämlich ein bisschen mehr Alchemie einfach mal machen. Und auch die Sachen dafür sammeln. Ich vernachlässige sowas in The Witcher einfach nur. Nimm gleich den ganzen Busch mit, natürlich. Ah, okay, gut, wir brauchen einfach eine bessere Bombe. Wir haben Bomben. Aber wir brauchen bessere. Voll. Alter, ihr seid nicht zum Glück gespawnt, Leute. Nicht geil. So. Moment. Ein Moment, so. Mir sind gerade die Kopfhörer vom Kopf gerutscht. Schema verdanischer Schützengangsturm. Überlegenes schwarzes Blut, das ist schon mal sehr gut. Vollmond, das ist glaube ich auch ein Trank. Seht ihr, das meine ich. Wir müssen halt echt ein paar von den Fragezeichen mal abarbeiten, um ein paar, ich sag mal, Rezepte zu erlernen. Wir versuchen uns natürlich zu beeilen. Vielleicht auch mal wieder Plätzchen rufen. Los, Plätze. Da irgendwo festzustecken. Bewachter Schatz von was? Von Wasserwald. Au, ich bin ausgewichen. So. Chimärisches Stahlschwert, verbesserter Schneesturm. Seht ihr? Wieder ein Trank. Leider immer noch nicht das, was wir brauchen, aber wir sollten dahin, dann können wir mich gleich da zu dem Fragezeichen. Nimm das Schwert weg. Was haben wir hier? Von solchen Sachen, Billigkräuter, müssten wir eigentlich so viel haben. Au! Ist nicht nett. Problem gelöst. Al-Ghul. So. Und es geht weiter. Pack das Schwert weg. Ausrufezeichen. Verdammt, bist du hässlich.
Au, au, au. Au, au, au. Ja, wir haben es kapiert. Warum blinken die da so? Das wird natürlich noch nicht gemacht, denn das ist eins der DLCs. Hexerauftrag war das, was wir gerade gemacht haben. Genau, jetzt müssen wir. Hatten wir hier noch ein Fragezeichen in der Nähe? Und die ist anscheinend auch noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Dum, dum, dum. Ich brauch so einen Button irgendwie, der dann immer Entschuldigung sagt. Das wäre cool. Ach ja. Ach, da oben irgendwie. Okay. Da kann ich mir schon vorstellen, was das ist. So ein Ort der Macht. Ja. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Das ist der Plan. Aussicht. Das ist natürlich gerade nicht so ein schönes Wetter. Da ist das Dorf. So. Dann sollten wir da echt mal hin, ne? Ah, hier war es. Ah, natürlich. Alle ein bisschen blöd gespawnt. Oh, wir müssen mal wieder eine neue Rüstung oder so finden. Das wäre das Allerbeste. Oder wir müssen sie reparieren. Wollen wir mal gucken. Wir haben doch eine Rüstung eingesammelt, aber die wird wahrscheinlich nicht besser sein. Nee, wo die Hose. Gut, dann muss ich das mal herhalten. So, und Rinder. Was war denn das Problem, warum ich hier nicht ausgeräuchert habe? Ich bin runtergefallen, glaube ich. Genau, oben gab es nämlich die Harpien. Aber ich sehe hier nichts. Aber doch da.
Oh, überlastet. Oh, das sieht gut aus. Aber das ist nichts. Mhm. Ganz schön viele Hosen. Waldschrat absolut. Immer noch nicht das, was wir brauchen. Wird schon. So, vielleicht haben wir schon wieder, was wir mit der Alchemie machen können. Mhm. Zack. Weil was fertig ist, ist fertig. Nicht so wichtig da. Das war aber jetzt nicht der richtige Ausgang, oder? Oh, da war ich schon drin. Ich könnte schwören. Dass das hier nicht das alles war. Weil dann. Doch, das war alles. Ich musste nur die Viecher töten. Dann war es doch nicht mit den Damen. Liegenden Damen. Interessant. So, Weltkarte, was sagst du? Wenn wir da weiterlaufen, kommen wir auf jeden Fall wohin. Da ist noch ein Monsternest. Wäre also auch gut, wenn wir hier unten das sozusagen fertig machen. Ja, dann würde ich sagen, es geht dahin. Hoffentlich finden wir mal ein Dorf mit einem Händler oder einem Kräuterkundler oder sowas. Oder überhaupt einen, der Kräuter bekommt. Was er dann vom Beruf ist, ist mir eigentlich relativ. Neblinge auch noch. Ja. Ich hasse euch so sehr. Yeah.
Hast du mir gerade echt ein Schwert gelaufen? Pack doch mal das Schwert weg, wenn du fertig bist. Witzig, dass wir auch nicht ins Wasser kommen. Hm? Oh. Hallo? Der hat auch nichts. So, das Monsternest muss hier irgendwo sein. Hier kommen die Ertrunkenen her. Ich sollte es zerstören. Weil der Vorteil davon, dass wir jetzt hier die Fragezeichen machen, es gibt mehr Action. Nicht mehr so viel Geplappere, sondern einfach nur nochmal Action. Ich gerade mal das Manuskript bekommen. Weltkarte und schon mal für die nächste Folge dann raussuchen. Dann wäre, was ist hiermit? Da müssen wir wahrscheinlich sogar rein. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Gehabt euch wohl.